Eine aktuelle Studie der KPMG, einem Netzwerk von weltweiten Unternehmensberatern, hat ergeben, dass Angestellte in den untersuchten Firmen bis zu 15% ihrer Zeit damit verbringen, Streit untereinander zu lösen. Ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Schaden, den es gilt zu beheben oder sogar zu vermeiden. Und erster Schritt kann sein, dass ich mir selbst Gedanken mache, wie es mir geht. Also was hat mich wirklich geärgert? Also hat mich geärgert, dass sie mir die Information nicht gegeben haben, oder hat mich geärgert, dass sie mich draußen haben warten lassen, was auch immer. Und dann kann ich ihnen sagen, was mich wirklich geärgert hat. Wenn ich nur so ein diffuses Gefühl von Ärger habe, dann wird das schwierig, weil dann endet das meistens mit dem Gegenangriff. Führungskräfte wendeten sogar bis zu einem Viertel ihrer Zeit dafür auf, Konflikte mit und unter den Angestellten zu lösen. Und das kann man ja ganz leicht hochrechnen, 25%, ein Vierteljahr, Januar, Februar, März. Konflikte, dann arbeiten. Dabei beschreibt Rolf Schulz, der mit seiner Unternehmensberatung auf dem Baden-Airpark in Rhein-Münster zu Hause ist, einen Konflikt nicht als abstraktes Etwas. Probleme im Job sind mit Problemen im Privatleben durchaus vergleichbar. Die Vehemenz ist manchmal nicht so groß, weil ein Kollege kann man vielleicht mal wechseln, die Ehefrau ist schwierig. Auch das gibt es natürlich. Aber die Ursache oder die Entwicklung von Konflikten ist gleich. Es ist meistens so eine Vermischung von Sachebene mit Emotionen und das dann wird eine schöne Gemengelage draus gemacht und dann rübergeworfen und dann kriegt man das Gleiche zurück. Auf Initiative der Volksbank Baden-Baden hielt der Business Coach Rolf Schulz einen Vortrag im Kulturhaus LA8 vor ausgewählten Führungskräften von Unternehmen aus Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt. Er verrät, dass er allzu oft erst als Feuerwehr zu innerbetrieblichen Problemen hinzugezogen werde. Also es hat schon richtig gekracht, jeder im Unternehmen weiß es, was mache ich dann? Und dann ist es meistens intern nicht mehr zu klären. Das ist der erste Ansatz. Da hat man 1 bis 2 Tage, also ohne die Vorbereitung zu rechnen, aber 1 bis 2 Tage tatsächliche Konfliktklärung. Und der andere Ansatz ist, wir werden rechtzeitig geholt und können Konfliktchen noch bearbeiten, wenn sie noch Konfliktchen sind. Also kleinere Verstimmungen, das geht relativ schnell. Das wird meistens nebenbei gemacht. Teamtraining kennen Sie wahrscheinlich. Teamtrainingsveranstaltungen, dort kommen auch kleinere Konflikte zutage, die kann man dann ganz leicht bearbeiten. In seiner Toolbox zur Konfliktlösung verrät Rolf Schulz, wie man Probleme im Unternehmen schnell erkennen und erfolgreich bewältigen kann. Der Ratgeber ist im Buchhandel erhältlich.